Und willkommen zu einem neuen Level von Dennis Demke in hier Super Mario Flash 2 Custom Level. Kleines, schweres Level stand im Code, habe ich gelesen. Okay, ist aber jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den Valentin-Svet-Leveln sehr leicht. Okay, das mit den Brücken sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde, der Hintergrund ist unpassend. Hätte man, ja, wenn wir hier noch Untergrundmusik haben, also passt nicht zusammen. Da hätte man vielleicht diesen schnellen Soundtrack nehmen sollen oder anderen Hintergrund nehmen sollen, aber so finde ich, passt es in der Kombination passt es nicht wirklich zusammen, finde ich. So, okay. Oh Mann, was ist denn jetzt los, Alter? Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Okay, viele Knochentrocken auf jeden Fall hier. Oder Knochenkäfer oder was auch immer. Man kann ja einfach sagen, wir haben hier Knochengegner, ne? Knochengegner ist schon das passende Wort. Und Montys. Monty-Maulwürfe, die in die Lava fallen und sterben. Oh Gott, war das knapp. Okay, also insgesamt finde ich das ein bisschen unpassend. Ja, super. Weil ich hier gerade am Verrecken bin, konnte ich da jetzt nicht gerade reagieren, weil ich kurz meine Hand weggetan habe. Verdammt. Guck, das schränkt halt auch ein. Alter! Was ist denn jetzt los? Das schränkt halt auch ein bisschen ein. Sorry. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte danach noch ein Custom-Level aufnehmen. Ich glaube, ich sollte dann mal was trinken oder sowas. Okay. Ja, wie sollst du denn da durchkommen? Wie willst du denn da durchspringen, Alter? Gib mir den Pilz. Dankeschön. Wow, 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 wow. Okay, diese Glasfenster, lol, sieht auf jeden Fall lol aus. Holy shit. Okay, er ist gestorben. Kommt der Panzer zurück? Anscheinend nicht. Nimm, Alter. Nimm den Schusel. Schusel bis zum Ende. Okay. Nimm den Schusel bis zum Ende. Alles klar. Ich brauche den Schusel. Ja, alles klar, ne? Dankeschön, Dankeschön. Hals. Dass du mich jetzt so nerven musst in dieser Aufnahme. Dass ich immer an dieser Stelle verrecke. Warum muss ich immer an dieser Stelle? Vielleicht, weil ich an dieser Stelle immer, wenn ich sie sehe, kriege ich immer so harten Krebs und Anfälle, dass ich einfach komplett ausraste und mein Hals irgendwie richtig anfällig wird. Und Alter, diese Kugel, wie das regt mich so auf. Verdammte Scheiße. Die regen mich auf. Mann, ey. So, okay. So. Verstehe aber nicht, wie man hier durchkommen soll. Ach so, unten drunter. Ach so, das macht natürlich Sinn, ne? Und wie willst du da durchkommen? Wie willst du da durchkommen? Verrat's mir. Alter. Da kann ich aber nicht unten drunter. Boah. Ne, geht nicht. Oh, du Scheiße. War das knapp. Alter, so. Holy shit, Mann. Ja, wie denn? Da ist die Sonne, da muss ich so schnell reagieren. Da kann ich noch nichts machen, du Fischgesicht, du Sohn. Alter. Na, jetzt hat er sich auch ausgehustet hier, ne? Jetzt hat er sich ausgehustet. Verdammt nochmal. Weiß jetzt auch nicht, ob das so klug war, hier schon den Pilz zu nehmen. Wahrscheinlich eher nicht. Holy crap. Alter. So, mach einfach, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Verdammte Scheiße, Alter. Natürlich, natürlich, so. So hast du dir das vorgestellt. Ist aber eine sehr komische Vorstellung, die du da hattest. Verdammt. Oh Gott. Der Sprung ist aber auch scheiße. Funktioniert wenigstens der Checkpoint.
Guck mal, ich krieg da einen Checkpoint, der funktioniert noch nicht mal. Aber ich weiß, dass der funktioniert, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon mal ein Level hatten, wo der Checkpoint funktioniert hat. Ja. Ich krieg da, wenn das Ziel von der Stelle ist, dass ich ein Item kriege, also einen Pilz, hättest du einfach einen Block hinsetzen sollen. Aber so ist es ein Checkpoint, der nicht funktioniert. Ich wollte schon gerade sagen, willst du mich verarschen, aber hier ist der Pilz hier unten. Mann! Ja, genau! Ich hasse das in Flash 2, dass eine Sekunde blinkt und dann direkt wieder sterblich ist, verdammt der Scheiße. Ich hasse es, das regt mich so auf. Alter, das Display ist auch schon lang genug, um es zu beenden, aber... Nee, ich will es nicht beenden, Es macht eigentlich total Spaß hier. Ne? Nur gerade. Einfach diese Flash 2 Kacke. Es ist in den letzten Leveln so wichtig geworden, dieses Blinken und... Ja, ist in jedem Mario-Spiel halt so, aber nicht in diesem. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. So. Was zum Teufel? So. Darf ich das nochmal... Ich darf es nicht mal... Aber ich glaube, er meinte Schlüssel. Deshalb werde ich jetzt einfach den Schlüssel bis zum Ende mitnehmen. Und ich glaube, dass er das meinte. Alter, wie viele von den Teilen fliegen denn hier noch rum? Holy shit! Das erinnert mich an ein Level von The Legend Continues. Kann ich mich noch erinnern. Wow. Nein! Was? Ich bin erstmal... Warum geht denn jetzt der Checkpoint? Hä? Ich muss bestimmt irgendeine Linie überlaufen haben, damit der aktiviert wird. Lol, okay. Checkpoint ein bisschen verbuggt. Warum hat der denn eben nicht funktioniert? Junge, ich muss bestimmt hier auf die Wolken stehen, damit er funktioniert oder so. Ich weiß es nicht. Lol. Oh mein Gott, nein! Da war das Ziel. Da war das Ziel und deshalb kann ich das Level einschätzen und es hat doch schon. Da war das Ziel. Darf ich mir das nochmal angucken, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, da nochmal bis dahin zu spielen. Das Ziel ist, das Let's Play ist eure Level zu spielen. Habe ich ja gemacht, auch zu zeigen. Habe ich ja gemacht, aber hey, komm. Ja, ich muss hier wahrscheinlich drüber laufen und dann funktioniert es. Das habe ich nicht gemacht, das kann sein. Ja, das haben wir gesehen. Okay. Auch wie sich das spielt. Ja, dass hier die Tiere rumlaufen, ist natürlich blöd. Aber es war nicht das Level, was auf Pokémon Blau basiert. Also es ist einfach so aus der Hand gegriffen, soll nichts darstellen, deshalb. Ja, es ist okay. Das Level ist okay, ist nicht besonders lang. Hat jetzt auch keine große Besonderheit. Also es ist einfach nur eine Linie, die man ablaufen muss. Ja, auch kein vom Level-Design her finde ich es jetzt nicht so. Es ist halt ziemlich normalighaft ein bisschen darunter. Ja, ich glaube. Also Hintergrund passt nicht, habe ich gesagt. So, das Level-Design gefällt mir nicht so ganz. Auch mit den Kugelwillis, die sind teilweise ein bisschen blöd gesetzt. Dann kommt auf einmal so Stellen, wo du richtig schnell reagieren musst, aber halt richtig schnell auch getroffen werden kannst. Insgesamt hat das Level so ein paar schwache Stellen. Ich glaube 74% trifft's ganz okay, 74% so, das trifft das Level. Trotzdem danke fürs Zuschicken und Gucken von diesem Part eure Custom Levels bei Mario Flash 2. Dankeschön, Däumchen wäre nett, falls es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!